Zu einer neuen Ausgabe Megional wollen wir heute noch einmal einen kurzen Rückblick auf die Zeit des Karnevals werfen. Es geht um die Luftqualität in Sachsen und wir schauen auf das Glück auf TV Regionalwetter. Also bleiben Sie dran, bis gleich. Die Erznet AG ist wieder auf der Suche nach Menschen mit viel Herz. Seit 2022 bietet die Erznet AG einen Internettarif, den sogenannten Erzherztarif. Wählen Sie diesen Tarif mit 70 Mbit, wird automatisch 1 Euro monatlich von Ihrer Rechnung gespendet. Am Ende des Kalenderjahres verdoppelt Erznet den Betrag. Die Summe wird als Spende an Menschen oder Einrichtungen ausgegeben, welche in den Augen anderer mit besonders viel Engagement und Herz Gutes tun oder getan haben. Die 2022 Spende erhielt das Kinderheim in Pobersau für einen Winterausflug nach Oberwiesenthal. Heute möchten wir den Aufruf für die Summe aus 2023 starten und Ihre Vorschläge einsammeln. Wer hat es Ihrer Meinung nach verdient, dass Erznet eine Freude bereitet? Egal ob Einzelperson oder gleich ein ganzes Team. Wer hat das Herz am richtigen Fleck und ist immer für andere zur Stelle? Ihre Vorschläge können Sie unter marketing@erznet.tv einreichen oder per Brief oder Postkarte in einem der Erznet Servicebüros abgeben oder schreiben Sie an Erznet AG Stichwort Erzherz 2023 Dörfelstraße 7 in 09496 Marienberg. Wichtig, vergessen Sie Ihre Kontaktdaten nicht, sodass Erznet gemeinsam mit Ihnen die Übergabe planen kann. Erznet mit Herz ins Netz. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Dienstagabend, den 20. Februar 2024. Schön, dass Sie heute wieder reingeschaltet haben. Hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge und Mittelsachsen mit Informationen und Berichten aus unserer und für unsere Region. Aktuell befinden wir uns in der Passionszeit, in der Verzicht und Fasten im Mittelpunkt stehen. Aber wir genehmigen uns heute nochmal einen Blick auf die närrische Jahreszeit. Wir haben bereits ausführlich über die Feierlichkeiten im mittleren Erzgebirge berichtet und unser Sendegebiet erstreckt sich auch auf Mittelsachsen. Dort fanden ebenfalls zahlreiche Karnevalsveranstaltungen statt, wie zum Beispiel in Frankenberg, das zusätzlich ein Jubiläum feierte. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. In Frankenberg war in diesem Jahr Jubiläumsparty angesagt. Der Karnevalsverein feierte den 20. Geburtstag. In diesem Sinne wählte man das Motto für die Abendveranstaltung am 10. Februar. Vor 20 Jahren fing alles an mit Schauspiel, Tanzen und Gesang. Man hatte im Jahre 2004, also 2004, den ersten Karnevalsumzug in der Stadt, ohne dass es in Frankenberg einen Karnevalsverein gab. Dann erschien der Aufruf in der Zeitung, hat jemand Interesse, am Karneval mitzuarbeiten und einen Verein zu gründen. Darauf haben sich ungefähr 20 begeisterte Anhänger gefunden und der Frankenberger Karnevalsverein wurde im Hopfenstübchen in Frankenberg gegründet. Seitdem veranstalten wir den 11.11. mit der Sessionseröffnung auf dem Marktplatz und entwenden unserem Bürgermeister den Schlüssel. Im Anschluss folgen natürlich dann unsere Mottoveranstaltungen. Jetzt darfst du. Mittlerweile haben wir nur 3 Seele tot gekriegt in Frankenberg. Ah ja. Genau. Das muss man ja auch dazu sagen. Wir haben angefangen mit der ersten Veranstaltung in der Fischerschenke vor, sag ich mal, circa 7, 8 Gästen, sind dann gewechselt auf die Lützelhöhe, die es nun mittlerweile auch nicht mehr gibt. Dann haben wir den Wiesengrund bespielt, der hat leider nun auch geschlossen. Ich hoffe, es ist kein schlechtes Omen für den Stadtpark in Frankenberg, dass wir immer die Seele schließen hier, weil weitere Alternativen haben wir leider nicht mehr. Genau, das hoffe ich natürlich auch.
dass wir weiterhin hier Gast sein können und uns auch die Miete in Zukunft leisten können. Denn das wollen wir mal nicht verschweigen. Die Miete ist enorm hoch für so einen kleinen Verein. Es ist mittlerweile der größte Posten geworden, der unsere Ausgaben betrifft, dass wir uns überhaupt diesen Saal noch leisten können. Und wir hoffen natürlich inständig, dass die Stadt und Kultur in Frankenberg weiter gefördert wird und wir davon auch ein kleines Stück von dem Kuchen bekommen. Das oder? Ich auch, ja. Dass die Miete bezahlt werden kann, daran haben auch die vielen Besucher der Faschingsveranstaltungen Anteil. Mit nur 7 oder 8 zahlenden Gästen, wie zu Anfangszeiten, wären die Kassen leer. Geld wird nicht nur benötigt, um Miete zu bezahlen, es muss ebenso in Kostüme, Requisiten und vieles anderes investiert werden, um als Faschingsverein ein Faschingsverein sein zu können. Ich möchte natürlich auch an unseren Gründungspräsidenten erinnern, an unseren Wolfgang Poch, der leider schon mittlerweile verstorben ist. Seit wann weißt du es, Karin? Weißt das? Ich glaube 2007. Aber das mal unter vorgehaltener Hand. Also das war unser erster Präsident. Und seitdem, Karin, stehe ich hier an der Spitze. Stehst du an der Spitze und hast den Verein natürlich unheimlich nach vorne gebracht. In allen Belangen. Wir haben auch eine super tolle Funkengarde in diesem Jahr mit mittlerweile 20 Tänzerinnen passend zum Jubiläum. Und auch unsere Kinderfunkengarde ist auch gewachsen. Und zum Glück haben wir auch Trainerinnen aus dem eigenen Nachwuchs erhalten. Das ist ganz toll. Wir sind mittlerweile die Nachfrage an jungen Funken. Ich habe im Moment auf meiner Liste 27 Kinder stehen. Also 27 Kinder können hier im Stadtpark nie zur gleichen Zeit tanzen. Aber wir freuen uns natürlich an das Interesse an unserem Verein. Was uns noch fehlt, sind junge Männer. Die könnten wir noch gebrauchen. Die tanzen hier durch den Saal, aber auf der Bühne wollen sie leider nicht stehen. Nein, bei uns sind leider einige Männer schon ins Alter gekommen. Wir geben unser Bestes. Das werdet ihr heute auch noch sehen. Vielleicht wird da ja noch ein Film oder ein Video ins Netz gestellt davon. Aber es wäre schon cool, wenn wir ein paar Jugendliche dazu bekommen würden, die einfach mit uns mal die Sau auf der Bühne rauslassen wollen. Wie viele Mitglieder insgesamt jetzt? 57. Und heute Mitwirkende alle? Alle. Alle. Eigentlich alle. Eigentlich ja, alle. 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 Alle dabei. Keine Krankheitsausfälle, alles gut. Alle sind da. Alle zusammen präsentierten sie ein buntes Faschingsprogramm. Und die Jubiläumsgäste machten kräftig mit beim Schwingen des Tanzbeines. Inmitten der zweiten Winterferienwoche bietet unsere Region hier im Erzgebirge eine Fülle von Aktivitäten. Zum Beispiel einen gemütlichen Spaziergang durch den Wald und man genießt dazu auch noch die frische Winterluft. Stichwort Luft. In den letzten Jahren hat sich die Luftqualität in Sachsen erheblich verbessert. Und wir werden uns nun eingehend mit den Gründen und Auswirkungen dieser positiven Entwicklung befassen. Danny Obst, bitte. Die Luft in Sachsen ist sauberer geworden, denn wir schreiben die niedrigste Feinstaubkonzentration seit Messbeginn. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie hat eine erste Bilanz zur Luftqualität 2023 in Sachsen gezogen. Alle Grenz- und Zielwerte wurden eingehalten und teilweise deutlich unterschritten. Die milden Wintermonate und die überdurchschnittlichen Niederschläge haben 2023 für ein historisch niedriges Niveau der Feinstaub- und Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Außenluft gesorgt. Auch der Tagesgrenzwert für Feinstaub wurde mit 7 Überschreitungstagen in ganz Sachsen sicher eingehalten. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 29 Überschreitungstage. Der Tagesgrenzwert liegt bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und darf in jeder Messstation an 35 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden. Die Stickstoffdioxidkonzentrationen nehmen ebenfalls seit Jahren stetig ab. Besonders deutlich ist diese Entwicklung in den verkehrsnahen Bereichen zu erkennen.
Hier reduzieren sich die NO2-Jahresmittelwerte in den letzten 10 Jahren um durchschnittlich 50 Mikrogramm pro Kubikmeter auf 90 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahr 2023. Der zulässige Jahresgrenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wurde jedoch auch hier deutlich unterschritten. Hauptursache der sinkenden Konzentrationen ist die Reduktion von Emissionen, insbesondere im Verkehrsbereich. Aber auch milde Winter mindern die Konzentrationen der Stickoxide durch weniger Heizen. Die Ozonkonzentrationen in dem durchwachsenen Sommer 2023 waren moderat. Der Zielwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit wurde das dritte Jahr in Folge eingehalten. Bodennahes Ozon schädigt auch Pflanzen. Grundlage für die Bewertung der Ozonsituation zum Schutz der Pflanzen sind die Stunden mit Tageslicht während der Wachstumsphase der Pflanzen von Mai bis Juli. Erstmalig ist dieser Zielwert für die Vegetation 2023 in ganz Sachsen eingehalten worden. Die Messwerte von Benzol und Schwefeldioxid waren unauffällig und lagen deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten. Auch morgen werden im Auftrag der Landratsämter an mehreren bekannten Stellen Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In Freiberg steht der Blitzer zum Beispiel auf der Bertelsdorfer Straße. Dort gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30. Seien Sie also besonders vorsichtig und halten Sie sich an die vorgeschriebene Geschwindigkeit. Weiterhin wird auch auf der Halsbrücker Straße in Freiberg geblitzt. Hier ist eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50. Also, liebe Autofahrer, halten Sie immer die Augen offen und beachten Sie die Geschwindigkeitsbegrenzungen. So kommen Sie sicher und ohne Bußgeld an Ihr Ziel. Bevor wir gleich rüber zu Thorsten Lange ins Regionalwetterstudio wechseln, werfen wir zuerst einen Blick in die Polizeiberichte. Reizenhain. Bekannter bewahrt 32-Jährigen vor Gefängnis. Nach Zahlung offener Geldstrafen konnten drei gesuchte Personen ihre Reise nach der Kontrolle am Grenzübergang Reizenhain fortsetzen. Bei der Kontrolle eines 25-jährigen rumänischen Staatsangehörigen stellten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Lüneburg fest. Er war wegen Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis 680 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verurteilt worden. Durch Zahlung der offenen Geldstrafe vor Ort konnte er seine Reise fortsetzen. Seine offene Geldstrafe in Höhe von 1.081 Euro konnte auch ein 56-jähriger ungarischer Staatsangehöriger vor Ort begleichen und somit seine Fahrt fortsetzen. Er war vom Amtsgericht Westerstede wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Ein Bekannter bewahrte einen 32-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen vor der Einlieferung in die JVA. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Beamten eine Ausschreibung der Staatsanwaltschaft Bielefeld fest. Demnach hatte er noch eine offene Geldbuße von 3.000 Euro zu zahlen. Er selbst war nicht in der Lage, das Geld vor Ort zu begleichen. Nachdem ein Bekannter die offene Summe jedoch bei der Polizeibehörde in Nordrhein-Westfalen für ihn beglich, konnte er ebenfalls seine Reise fortsetzen. Chopau. Anstoß beim Überholen. Kurz nach der Abfahrt Chopau scherte am Montag früh auf der Bundesstraße 174 der in Richtung Chemnitz fahrende 36-jährige Fahrer eines Transporters mit Anhänger zum Überholen eines Sattelzuges MAN aus. Dabei stieß der Transporter mit dem Anhänger des Sattelzuges zusammen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde dabei niemand. Oberwiesenthal. In Gegenverkehr geraten. Die Annaberger Straße B95 aus Richtung Fichtelberg in Richtung Annaberg-Buchholz befuhr am Sonntagmorgen der 51-jährige Fahrer eines PKW Opel. In der Gegenrichtung war zur selben Zeit der 23-jährige Fahrer eines PKW Opel unterwegs. Auf Höhe der gleichnamigen Einmündung Annaberger Straße geriet der 51-jährige offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme mit seinem PKW nach links und kollidierte mit dem entgegenkommenden PKW Opel. Dabei erlitt der 51-jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 23-jährige Opel-Fahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Breitenbrunn. Fahrt endete am Geländer. In der Nacht zum Sonntag war der 33-jährige Fahrer eines VW-Transporters in der Hauptstraße unterwegs. In einer Linkskurve kam der Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Geländer. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Der 33-Jährige blieb unverletzt, stellte sich aber dennoch einem Arzt zur Blutentnahme vor.
Ein mit ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,06 Promille. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Freiberg, Einbruch in Keller. Bislang unbekannte Täter hatten sich im Zeitraum vom Donnerstag bis Sonntag unberechtigt Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der Nähe der Thomas-Münzer-Straße verschafft und brachen anschließend in zwei dort befindliche Kellerabteile ein. Aus einem der Keller wurden Werkzeuge sowie zwei Rucksäcke entwendet, aus einem weiteren stahlen die Einbrecher zwei Taschen. Der komplette Stellschaden wurde mit etwa 1.300 Euro beziffert. Einbruchsbedingt entstand zudem ein geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. Abermals Freiberg, Kind bei Unfall verletzt. Auf der Kreuzung Buchstraße-Humboldtstraße kollidierte am Sonntagmittag ein Pkw-Mercedes mit einem bevorrechtigten von rechts kommenden Pkw-Porsche, wobei Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 25.000 Euro entstand. Ein im Porsche mitfahrendes 9-jähriges Mädchen erlitt leichte Verletzungen. Regen und Wind, die Wetterbotschafter in diesen Tagen. Von Winter ist aktuell nichts zu sehen. Willkommen zum Glück auf TV-Wetter, liebe Zuschauer. Mit teilweise ziemlich heftigem Regen sind wir in die neue Wetterwoche gestartet. Und so manch einer hofft ja immer noch, dass aus dem Regen vielleicht mal wieder Schnee wird. Doch diese Hoffnungen muss ich vorerst platzen lassen. Die Wetterlage ist im Moment so, dass sich in unseren Breiten, selbst in den höheren Lagen, kein Winterwetter festsetzen kann. Ob es dazu in dieser Saison nochmal kommt, das schließe ich auf alle Fälle nicht aus. Denn der März beispielsweise hält oftmals noch viele Wetterüberraschungen bereit. Doch wir nehmen uns jetzt erst einmal Zeit für das Wetter in den kommenden Stunden. Heute Abend und in der Nacht, da ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt. Aus den dicken Wolken fallen auch immer wieder Niederschläge. Es kommen aber keine großen Mengen zusammen. Morgen früh wird es dann zunehmend trockener. Schauen wir uns die Nachttemperaturen an. Am Abend zeigen die Thermometer Werte zwischen 6 und 4 Grad an. Morgen früh erreichen wir dann 5 bis 2 Grad. Vom Wind werden wir wieder was mitbekommen. Aus Westen weht dieser im Mittelschwach zwischen 11 und 18 Kilometer pro Stunde, in Böen mäßig bis frisch zwischen 22 und 32 Kilometer pro Stunde. Am Mittwoch starten wir mit einem bedeckten Himmel in den Tag. Die starke Bewölkung bleibt uns auch über den ganzen Tagesverlauf erhalten. Aber so ab den Mittagsstunden kann der Himmel auch aufreißen, sodass wir die Sonne sogar mal wieder zu Gesicht bekommen. Mit Niederschlägen rechnen wir nicht. Sonnenaufgang ist morgen um 7.08 Uhr und um 17.32 Uhr geht sie wieder unter. Mit einem bedeckten Himmel geht es dann in den Abend und in die Nacht zum Donnerstag. Schauen wir jetzt auf die Tagestemperaturen. Morgens lesen wir Werte zwischen 2 und 5 Grad an den Thermometern ab. Am Nachmittag erreichen wir die Höchstwerte bei 6 bis 9 Grad. Kommen wir zum Wind, der darf natürlich nicht fehlen. Er weht aus Südwest im Mittel leicht bis mäßig zwischen 9 und 22 Kilometer pro Stunde und in Böen mäßig bis frisch zwischen 22 und 39 Kilometer pro Stunde. Und so geht es dann die kommenden Tage weiter. Hier ist der Ausblick auf das Wetter am Donnerstag und am Freitag. Am Donnerstag bleibt der Himmel bedeckt. Aus den dicken Wolken fällt den ganzen Tag auch immer wieder Regen. Von der Sonne bekommen wir nichts zu sehen. Die Tagestemperaturen liegen morgens bei 5 bis 7 Grad, am Nachmittag dann zwischen 7 und örtlich sogar mal 10 Grad im Maximum. Der Wind legt wieder zu, er weht aus Südwesten im Mittel mäßig zwischen 20 und 26 Kilometer pro Stunde und in Böen stark zwischen 43 und 49 Kilometer pro Stunde. Am Freitag dominieren weiter die dicken Wolken am Firmament. Aus denen fällt aber so gut wie kein Niederschlag. Von der Sonne bekommen wir aber auch noch nichts zu sehen. Die Temperaturen sinken wieder leicht. Morgens liegen sie bei 2 bis 5 Grad
und am Nachmittag bei 5 bis 7 Grad. Der Wind lässt im Tagesverlauf auch wieder etwas nach. Er weht weiter aus Südwest, im Mittel schwach, zwischen 11 und 18 Kilometer pro Stunde und in Böen mäßig bis frisch, zwischen 22 und 37 Kilometer pro Stunde. Der Trend für das Wochenende sieht nach momentanem Stand nicht so schlecht aus. Es soll überwiegend trocken bleiben und die Sonne will sich wohl auch mal wieder mehr blicken lassen. Mal schauen, ob dieser Trend sich morgen in den Wettermodellen bestätigt. Mehr dazu dann morgen hier im Wetterbericht. Und damit gebe ich aus dem Wetterstudio wieder zurück zu dir, Kevin. Thorsten, vielen Dank für deine Wetteraussichten. Da kann der Schirm auch mal zu Hause gelassen werden. Und damit, meine sehr geehrten Damen und Herren, war es das auch schon mit Regional für den Dienstag. Falls Sie nicht rechtzeitig einschalten konnten, können Sie die verpasste Sendung in unsere Mediathek auf unserer Homepage www.glückauf.tv und www.mef-line.de oder auf unserem YouTube-Kanal Glückauf TV Mitte Erzgebirgsfernsehen noch einmal anschauen. Und für die Zuschauer, die sich unsere Sendungen über YouTube ansehen, freuen wir uns sehr, wenn Sie uns ein Abo dalassen, um keine Sendung zu verpassen. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und später dann eine gute Nacht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie morgen Abend wieder pünktlich in unserer Sendung Regional reinschalten. Machen Sie es gut.